Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Heute im Studio Laura Morgé. Liebe FSV-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schwarz-Blau aktuell. Punkteteilung im ersten Ligaheimspiel 2024. Mit 1:1 unentschieden trennte sich der FSV Frankfurt am vergangenen Samstag von Ligakonkurrent FC Astoria Waldorf. Da der VfR Aalen sowie der KSV Hessen-Kassel ebenfalls gegen ihre Gegner nicht mehr als einen Punkt holten, bleibt der FSV Frankfurt auf Tabellenplatz 13. FSV-Co-Trainer Nils Schick zeigt sich aufgrund des Spielverlaufs mit der Punkteteilung zufrieden. Ja, wenn man es jetzt eingeordnet hat nach den paar Tagen, muss man schon zufrieden sein mit dem Punkt. Auch wenn wir uns vorher eigentlich vorgenommen hatten zu gewinnen. Aber in Anbetracht der ersten Halbzeit, die wirklich desaströs war, wie Tim es auch schon auf der Pressekonferenz gesagt hat nach dem Spiel, müssen wir uns da eigentlich an die eigene Nase fassen und sagen, okay, mit dem Punkt können wir leben, auch wenn die zweite Halbzeit deutlich besser war als noch die erste. Morgen geht es auswärts zum SGV Freiberg Fußball. Der Regionalliga-Aufsteiger von 2022 rangiert zurzeit auf dem 5. Tabellenplatz. Im Hinspiel am 6. Spieltag unterlagen die Schwarz-Blauen auf heimischem Rasen mit 2:3. Geleitet wird die Partie von Matthias Heilig mit seinen Assistenten Felix Ehing und Stefan Mera-Linz. Anpfiff ist um 14 Uhr. Weitere Stimmen zum Spiel gegen Waldorf und ein Ausblick auf die Partie gegen Freiberg findet ihr wieder auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal in der Rubrik Nachgespielt. Auch die Teams unseres Nachwuchsleistungszentrums sind am Wochenende wieder im Einsatz. Am Samstag tritt beispielsweise die U14 des FSV die Reise zum ersten FSV Mainz 05 an, während die U15 der Schwarz-Blauen Eintracht Frankfurt zu Gast hat. Am Sonntag empfangen die U16 und die U19 des FSV ihre Gegner auf heimischem Rasen. Für die U16 geht es gegen den Kamener SV2, während die U19 in der Hessenliga auf den KSV Baunatal trifft. Für die U17 der Schwarz-Blauen geht es zum KSV Hessen-Kassel. Alle weiteren Termine bzw. Testspielgegner unserer Nachwuchsmannschaften findet ihr auf der Homepage des FSV Frankfurt. Wie immer wünschen wir allen Mannschaften viel Erfolg. Das war Schwarz-Blau aktuell für diese Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche um 18.99 Uhr.